E-Zigarettenkonsum nimmt deutlich zu. Das ist ein riesiger Markt, der nach meinen Informationen in Deutschland fast eine halbe Milliarde Euro Umsatz ausmacht und nimmt wahrscheinlich noch zu, weil eben auch die E-Zigarette sehr in Richtung deutlich gesünder als das normale Zigaretten vermarktet wird. Und das ist schon ein erhebliches Problem, weil natürlich gerade in Bezug auf die E-Zigaretten auch andere Altersgruppen angesprochen werden, beispielsweise Jugendliche, die zunächst einmal den Einstieg über die E-Zigarette ins Rauchen finden. Und deswegen ist es eben so, dass wir hier eher eine Zunahme erwarten und damit auch eine Zunahme der Probleme, als dass hier ein Rückgang in Zukunft zu sehen ist von den Umsätzen. Die Diskussion um die Gefährlichkeit von E-Zigaretten ist für uns Pneumologen sehr problematisch. Das ist so ähnlich wie die Frage, regel ich jetzt die Höchstgeschwindigkeit eines Autos von 250 Kilometern pro Stunde auf 200 herunter? Was ist gefährlicher? Wir Pneumologen sind ganz sicher der Meinung, dass die E-Zigarette genauso gefährlich sein kann wie die normale, bisher bekannte Zigarette. Es gibt allerdings durchaus Unterschiede, auch teilweise wissenschaftlich belegte Unterschiede, dass die Schadstoffmenge bei E-Zigaretten, aber das kommt natürlich darauf an, was es für eine E-Zigarette ist, geringer sind als bei dem herkömmlichen Zigarettenrauchen. Aber eine E-Zigarette als ungefährlich zu bezeichnen, wäre völlig falsch, sondern sie ist vielleicht weniger gefährlich, aber dennoch gefährlich für die Lunge und die Atemwege und auch für den gesamten Körper. Beides ist gefährlich. Wahrscheinlich sind E-Zigaretten etwas weniger gefährlich für die Lunge, für die Bronchien und für den Allgemeinkörper als die normalen Zigaretten, weil bei normalen Zigaretten noch mehr toxische Stoffe auch von undefinierter Zusammensetzung im Körper aufgenommen werden. Aber grundsätzlich ist die Diskussion um die Gefährlichkeit nicht so zu sehen, dass die E-Zigaretten jetzt zu empfehlen sind aus pneumologischer Sicht.